Weil der Grund ist, wenn ich ja so Anfragen kriege, ja, zum Beispiel ein Sprinter L1, H1 ist zwar nicht groß, ne? Was kostet das in Blau? Ja, also anstatt Weiß in Blau. So, dann sage ich meinen Preis. Dann sagt er, schreibt er mir, ja, pff, Junge, wo lebst du denn? Wir kriegen, Lackierer macht das für 2000 Euro. Ich so, okay, habe ich was mit zu tun? Nein. Also fahr zu Lackierer, wo ist das Problem? Ja, nur kauft sein Wagen danach jemand in Blau? Glaube ich nicht. Also weiß ich nicht. Zumindest so kauft keiner. Ja, also. Das muss wieder alles runter, irgendwann mal nach 6 Jahren, wenn es abgeschrieben ist, oder nach 10 Jahren, keine Ahnung. Und dann hast du einen sauberen Grundfarbe ohne Macken, weil die Folie dient auch leicht als Schutz. So, also, keine Ahnung, Jungs, ihr seid Lackierer, sagt mir mal, macht ihr das auch, so ein Sprinter L1, H1 auf Weiß, von Weiß auf Blau für 2000 Euro netto? Dann kommt ihr nicht aus Deutschland, oder? Sag mir das mal bitte.